Servus, ja, in dem heutigen Video geht es mal wieder um die Ape, in der ich auch gerade sitze. Und zwar hatte ich folgendes Problem. Die Ape ist plötzlich nicht mehr angesprungen und hat nur noch so gestottert. Ja, ich wollte eigentlich in die Stadt fahren, um einen Termin zu machen für einen Reifenwechsel, weil die Ape jetzt auch noch neue Winterreifen bekommen soll. Und ja, die ist dann nicht mehr angesprungen und ich konnte allerdings durch dieses Stottergeräusch, habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwie kriegt der Motor keinen Zündfunken und deswegen bin ich dann erstmal hinten an die Klappe von dem Motor gegangen und habe geguckt, wo ist denn die Zündkerze? So, und dann habe ich Trottel auch erstmal ziemlich lange nach der Zündkerze gesucht, bis mir dann aufgefallen ist, dass die Ape ja von mir kein Benziner ist, sondern ein Diesel. Und ich hatte vorher noch nie einen Diesel, aber jetzt weiß ich, dass Dieselfahrzeuge keine Zündkerzen haben, sondern Glühkerzen. Also eine Zündkerze gibt ja einen Zündfunken ab und dann geht der Motor an. Und eine Glühkerze, bei der funktioniert es anders. Die sieht auch ein bisschen anders aus, die fängt halt an zu glühen und dadurch funktioniert dann halt die Motorzündung. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht und deswegen habe ich erstmal eine ziemlich lange Zeit damit verschwendet, halt nach der Zündkerze zu suchen. So, als ich das dann wusste, habe ich auch relativ schnell die Glühkerze ausmachen können und dann nach Testen festgestellt, dass diese halt defekt war. Also habe ich übers Internet neu bestellt, die sind jetzt auch da und in dem Video baue ich halt mit euch die neue Glühkerze ein, gucke dann, ob die Ape hoffentlich auch wieder anspringt. Außerdem fahren wir auch zur Werkstatt und lassen die neuen Reifen, die ich bekommen habe, auf die Ape draufziehen, also auf die Felgen, denn ich habe nur die Felgen, die an der Ape sind. Ich habe keine zusätzlichen Felgen für Winterreifen. Und da die Sommerreifen aktuell auf der Ape sowieso schon ziemlich durch sind, werde ich einfach die Felgen benutzen und da die Winterreifen draufziehen. Um die Reifen dann zu wechseln, fahren wir zu einer Werkstatt und da zeige ich euch nochmal genau, wenn es möglich ist, in der Werkstatt, wie sowas gemacht wird, also wie die Reifen draufgezogen werden und wie das alles so funktioniert, denn per Hand ist das einfach nicht machbar, beziehungsweise super schwierig und das möchte ich mir einfach nicht antun. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich wieder. So, und da fangen wir auch schon an. Das Video wird jetzt ein bisschen anders laufen. Ich werde einfach öfter ein paar Kommentare per Voice-Over über das Video drüber legen, damit ihr auch ein paar Infos dazu kriegt. Hier nehme ich jetzt gerade die alte Glühkerze aus der Ape, also die baue ich jetzt aus. Das ist auch relativ simpel, nachdem man die erstmal gefunden hat. Und ja, genau so sieht eine Glühkerze aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber wie gesagt, ich wusste vorher nicht, wie so eine Glühkerze aussieht. Dann habe ich neue Glühkerzen bestellt, die seht ihr jetzt hier. Ich habe einfach direkt zwei neue Glühkerzen bestellt, damit ich eine auf Vorrat habe. Und die schicken Dinger werde ich dann jetzt halt einbauen. Und das Einbauen geht auch eigentlich relativ simpel. Also einfach mit der Hand reindrehen, dann festziehen und dann das Kabel wieder mit einer Mutter draufschrauben. Und dann sollte das eigentlich schon erledigt sein. Was man jetzt gerade noch nicht sieht oder vielleicht sehen kann, ist daneben ist auch noch ein Sensor. Das ist der Ölsensor. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber es ist auf jeden Fall ein Kabel von abgerissen. Das ist aber schon was länger anscheinend. Und das zeigt an, ob noch genug Öl da ist. Deswegen klemme ich das jetzt hier einfach mal so fest. Hat aber eigentlich mit dem Startvorgang nichts zu tun. So, jetzt mal gucken, ob die Ape anspringt. Mal die Daumen drücken. Sehr gut. So, die neue Glühkerze funktioniert also. Hier ist mir aber aufgefallen, dass hier ein Kabel sehr, sehr lose ist. Das ist mir beziehungsweise dann kurz später abgerissen. Das hat eigentlich hier drauf gesteckt mit diesem Ding hier. Genau, ist aber jetzt zu kurz, um das wieder hier irgendwie hier dran zu frimmeln. Deswegen muss ich das jetzt erstmal hier ein bisschen abtrennen und dann irgendwie wieder so eine Schnalle hier drauf zu bekommen oder das irgendwie anders hier dran festmachen. Also ist ja eigentlich scheißegal, ob man das jetzt mit so einem Steckkontakt drauf macht oder man das anders festmacht. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich mit so einem Steckkontakt, aber da gucke ich mal. Ansonsten löte ich mir das Ding hier irgendwo dran oder so. Mal gucken. So, also hier forme ich jetzt einfach ein bisschen die Isolierung vom Kabel ab.
Dann habe ich mir noch ein altes Kabel vom Dachboden, von der Verkabelung vom Dachboden geholt und ja, mache das jetzt einfach hier mit so einer Lüsterklemme quasi dran. Ist jetzt nicht professionell befestigt, aber es hält auf jeden Fall und ja, wird nochmal irgendwann ordentlich gemacht, aber für den Anfang reicht es und ich werde das jetzt alles nochmal mit ein bisschen was Tape isolieren quasi und dann sollte das auch erstmal passen. Ist ja im Endeffekt eh nur ein Sensor, der jetzt nicht unbedingt extrem wichtig ist. Also klar, man sollte schon checken, ob Öl drin ist, aber ja, das sollte eigentlich so funktionieren. Und ja, hier seht ihr jetzt meine aktuellen Sommerreifen, also die Reifen, die ich die ganze Zeit gefahren bin. Die sind schon ziemlich abgefahren und deswegen habe ich nur Reifen bestellt. Und ja, hier in der wunderschönen Box sind die Reifen. Und zwar sind das Winterreifen, weil jetzt natürlich der Winter kommt und ich brauche Winterreifen, weil ich die Ape als Hauptfahrzeug nutze. Und deswegen, ja, brauche ich mehr Reifen. Und die habe ich von einem Online-Shop bestellt, den verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung. Also, soweit, so gut. Die Reifen habe ich jetzt schon mal. Die werden jetzt eingepackt und dann fahre ich kurz mit meinem Hund eine Runde an den See. Einfach eine kleine Testfahrt schon mal für die Ape nochmal, um zu checken, ob alles funktioniert. Dann fahre ich den Hund wieder nach Hause und danach geht es direkt zur Werkstatt, wo dann die Reifen draufgepackt werden. Da habe ich gleich einen Termin. Unsere Hündin mag die Ape übrigens super gerne. Also immer, wenn ich die Ape anmache, dann jault die, weil die unbedingt mitfahren möchte. Weil es meistens, wenn wir in die Ape steigen, es dann irgendwie zum See geht oder irgendwie zu einer großen Runde Gassi oder sowas. Und die liebt das einfach. Die fährt da unheimlich gerne mit. Also die hat mit dem lauten Geräusch von der Ape und dem Gewackel überhaupt keine Probleme. Was mich echt stark verwundert hat. Hier sind wir gerade am Ruhrsee. Da wird im Winter immer sehr viel Wasser rausgelassen. Das ist halt ein Stausee. Und deswegen kann man jetzt gerade am Ufer ziemlich gut mit dem Hund laufen gehen. Also überall da, wo wir jetzt gerade laufen, wäre eigentlich normalerweise Wasser. Und da kann man immer schön mit dem Hund spielen, weil da keine Leute langlaufen. Und das macht auf jeden Fall den Hund immer ziemlich platt. Und danach ist er auch zufrieden und kann erstmal eine Runde pennen. So, das war jetzt ein ziemlich krasser Cut. Jetzt sind wir schon direkt bei der Werkstatt. Ich habe danach gefragt, ob ich das alles so ein bisschen mit der Kamera begleiten kann. Und netterweise haben die ja gesagt. Wir haben die jetzt erstmal in der Mitte aufgebockt, damit der Vorderreifen jetzt runter kann. Der Reifen wird abgenommen. Das ist ja kein Hexenwerk. Und dann wird mit so einer Maschine, also der Reifen von der Felge gelöst. Das zeige ich euch gleich mit ein bisschen anderem Videomaterial auch nochmal genauer. Dann wird er halt auf die Maschine so eingespannt. Dann kommt so ein Arm runter, der wird auf die Felge draufgelegt, dann wird per Hand der Reifen an einer Stelle auf diesen Arm quasi draufgelegt und das fährt einmal rum, um halt den Reifen zu lösen. Und jetzt die untere Seite, die wird genauso gelöst und ja, das war's dann eigentlich schon. Dann ist der Reifen von der Felge gelöst und jetzt kann der neue Reifen draufgezogen werden. Der neue Reifen wird dann eingefettet und dann, ja, wird halt draufgezogen, wie ihr jetzt seht. Wenn man so eine Maschine hat, dann funktioniert das wirklich super easy. Also das ging so ratzfatz und per Hand hätte ich da überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Wahrscheinlich das noch nicht mal irgendwie geschafft oder wahrscheinlich sogar die Felge oder den Reifen beschädigt. Beim Luftreinlassen kann es dann auch nochmal ziemlich knallen. Für diejenigen, die es nicht wissen, das sind Tubeless-Reifen, also die haben keinen Schlauch oder so. Und dann am Ende nochmal leicht vorziehen und dann mit dem Drehmomentschlüssel werden die Reifen halt festgezogen. Und dann sieht man jetzt auch schön aus der anderen Ansicht, wie der Reifen von der alten Felge dann gelöst wird. Da sieht man so ein Gerät, was quasi den Reifen so ein bisschen an der Felge eindrückt. Und dadurch fällt es halt jetzt leichter, mit diesem Arm quasi und per Hand dann den Reifen auf diesen Arm draufzulegen. Und dann fährt das halt einfach mal einmal rum und dann ist der Reifen schon wieder gelöst. Zumindest die eine Seite. Thank you.
So, ja, die Reifen sind jetzt auf der Ape drauf und wie gesehen springt die auch wieder an. Also kann es auch schon in den Winter losgehen, allerdings müssen vorher auch noch ein paar Sachen gemacht werden. Zum Beispiel möchte ich gerne unten drunter den Untergrund noch wachsen mit so einem Wachspray oder sowas. Da informiere ich mich aber noch ein bisschen genauer. Außerdem muss ich mal einen Ölwechsel durchführen und auch das Getriebeöl eventuell mal wechseln. Und dazu werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wann ich das schaffe, da wir ja auch gerade noch an unserem Haus viel rumbauen. Dazu kommt jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein Video über den Wintergarten. Den seht ihr nämlich da. Der ist jetzt eigentlich schon so gut wie fertig. Und ja, wie wir das gemacht haben und was wir uns da ausgedacht haben, das zeige ich dann auch nochmal in einem anderen Video. Ansonsten würde ich sagen, geht es der Ape jetzt erstmal wieder gut. Da sind neue Reifen drauf und kann jetzt auch schön im Winter damit rumcruisen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Tipps für mich habt für irgendwie so einen Ölwechsel oder sowas, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Oder auch, wie man das Getriebeöl wechselt, weil das habe ich alles noch nie gemacht und ich ja, muss das auch erstmal irgendwie lernen. Und für Tipps bin ich auf jeden Fall super dankbar. Also schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Ansonsten ja, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ansonsten macht's gut, bis dann und ciao.